Ich begrüße Sie nun zu unserer vierten Vorlesung in der Hydrodynamik. Und das soll das Thema Stromlinien und Stromfunktion sein. Was ein Stromlinien sind, ist jedem intuitiv bekannt, weil er kennt das schließlich aus Funk und Fernsehen. Egal, ob es um die Entwicklung von Automobilen, wie Sie auf diesem Bild, was ich aus Wikipedia entnommen habe, sehen, oder ob es in der Raumfahrt ist oder in der Luftfahrt. Sie immer wieder sehen Sie dieses Bild, dass Stromlinien einen Körper umströmen. Die Frage ist, was sind Stromlinien? Intuitiv kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Wie können wir sie berechnen? Und was können wir aus einem solchen Bild lesen? Dass das sehr oft gemacht wird, sehen wir hier an dem Beispiel. Ich habe das aus der Welt oder beziehungsweise dem Internetportal der Welt. Die schreiben hier, dass BMW und Mercedes zunehmend auf Aerodynamik setzen. Das heißt, sich in diesem Bild ebenfalls in einer dreidimensionalen Darstellung Stromlinien um ihre Automobile anschauen. Und wir wollen eigentlich heute zumindest verstehen, warum ist für die beteiligten Ingenieure, die sich das hier in einem großen virtuellen Raum anschauen, warum unterhalten die sich genau hierüber? Was bedeuten die Stromlinien in diesem Fall? Das sieht man natürlich selbst, da geht irgendetwas hin und her. Aber wir wollen natürlich heute genauer verstehen, was sollen Stromlinien eigentlich bedeuten. Zunächst erstmal die Definition einer Stromlinie. Eine Stromlinie ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Wir hatten letztes Mal uns Vektorfelder geplottet und Vektorfelder sind nichts anderes als visuelle Darstellung von Strömungen. Vektorfelder, deren Divergenz null ist, können eine massenerhaltende Strömung sein. Und Vektorfelder, deren Divergenz nicht null sind, sind ein mathematisches Vektorfeld, aber keine Strömung. Hier habe ich also mal 6 Vektoren eines Vektorfeldes geplottet. Und die Stromlinie, das steht hier oben, ist nichts anderes als die Linien, deren Tangente in jedem Punkt in Richtung des dortigen Geschwindigkeitsvektors weist. Ich habe also die tatsächliche Strömung dargestellt als Vektorfeld und ich muss jetzt eine Linie plotten, die hier parallel jeweils zu diesen Vektoren läuft. Der Vektor der Geschwindigkeit ist also die Tangente an die entsprechende Stromlinie. Das versteht man unter einer Stromlinie. Im Unterschied dazu gibt es Bahnlinien. Bahnlinien sind zumeist Stromlinien, Bahnlinien sind aber anders gedacht. Bahnlinien sind Lagrange gedacht. Das heißt, Bahnlinien verfolgen die Bewegung eines einzelnen Partikels. Stromlinien sind also so etwas wie ein Foto der Strömung. Es ist zu einem Zeitpunkt an alle Geschwindigkeitsvektoren eine Linie geplottet. Die Bahnlinie hat dagegen eine zeitliche Auflösung. Sie verfolgt ein einzelnes Partikel. Und wenn sich jetzt die Strömung zum Beispiel ändern würde, dann würde die Bahnlinie auch irgendeine andere Bahn nehmen. Bahnlinien und Stromlinien sind also zu unterscheiden. Wir wollen zunächst aber erstmal gucken, wie können wir Stromlinien berechnen. Und das habe ich Ihnen hier in diesem Bereich des Bildes einmal aufgetragen. Hier aufgetragen ist die Stromlinie und der dazugehörige Geschwindigkeitsvektor. Und den Geschwindigkeitsvektor kann ich zerlegen in die U-Geschwindigkeit in X-Richtung und in die V-Geschwindigkeit in Y-Richtung. Und ich hatte ja eben gesagt, dass die Stromlinie die Tangente ist. Und die Tangente berechnen wir natürlich in dieser Funktion als die Steigung der Funktion. Die Steigung der Funktion selbst, also wenn wir mit y jetzt die Stromlinie, y von x die Stromlinie bezeichnen, dann ist die y nach dx die Steigung der Stromlinie. Die Steigung der Stromlinie dieser Funktion an diesem Punkt. Die Steigung der Funktion ist aber nichts anderes als v geteilt durch u. V geteilt durch u ist die Steigung, das heißt die Änderung der Stromlinie in y-Richtung ist v geteilt durch u. Wenn wir das jetzt auseinanderziehen, wenn wir jetzt sagen, eine y, hier steht nichts anderes als eine y-Änderung geteilt durch eine x-Änderung, was ja die Steigung einer Funktion ist, soll sein v geteilt durch u, dann können wir das auch auseinanderziehen. Wir nehmen die Gleichung mal dx, dann steht hier v mal dx und hier steht dy mal u, bringen das auf die andere Seite und dann steht hier die Bedingung für eine Stromlinie u mal dy minus v mal dx gleich 0. Diese komische Konstruktion kennen Sie sicherlich schon, wenn etwas über Kreuz mal genommen wird
und dann voneinander abgezogen wird als Struktur, hat es meistens etwas mit dem Vektorprodukt zu tun. Und in der Tat, würden wir U, V und V als Vektor schreiben, X, Y und Z als Vektor, dann würde hier nichts anderes stehen als die Z-Komponente dieses Vektorfeldes. Also steht hier nichts anderes als U mal vektoriell mal genommen mit dem Ortsvektor. Strömungsgeschwindigkeit mal Ortsvektor. Und das geht sowohl im Eindimensionalen als auch im Zweidimensionalen als auch im Dreidimensionalen. Ich habe das dann hier gleich dreidimensional hingeschrieben. Die Bedingung für eine Stromlinie ist nichts anderes als dass die Änderung des Ortsvektors entlang der Stromlinie mal Geschwindigkeit vektoriell mal genommen ist gleich Null. Das ist die Bedingung für eine Stromlinie, die wir im Folgenden noch gleich benötigen werden. Sie sehen hier verschiedene Stromlinien. Das wäre eine Stromlinie hier und hier ist noch eine Stromlinie. Und die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist, wie kann man denn sagen, die einzelnen Stromlinien unterscheiden? Wie kann ich diese Stromlinie von dieser unterscheiden? Auf jeder Stromlinie gilt Geschwindigkeitsvektor mal Ortsänderungsvektor im Vektorprodukt ist Null. Aber wie kann ich jede einzelne Stromlinie voneinander unterscheiden? Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Die Unterscheidung der einzelnen Stromlinien geschieht durch die Stromfunktion. Und die Stromfunktion ist folgendermaßen definiert. Die Stromfunktion bezeichnen wir mit Groß Psi, das ist der griechische Buchstabe Psi als Großbuchstabe. Und wenn wir Psi nach Y ableiten, dann soll das U sein. Und Psi nach X ableiten mit einem negativen Vorzeichen davor, dann soll das V sein. Wir haben jetzt also nicht ein Geschwindigkeitspotential, sondern so etwas Ähnliches, bloß sehr verquert, kreuzweise verquert dargestellt. Nämlich, früher hatten wir gesagt, das Geschwindigkeitspotential soll die U-Strömung ergeben, wenn wir dieses nach X ableiten und die V-Strömung ergeben, wenn wir dieses nach Y ableiten. Jetzt machen wir was völlig Verquertes. Wir sagen, wir definieren die Stromfunktion. Wenn diese nach Y abgeleitet wird, soll es die U-Geschwindigkeit geben. Und wenn diese nach X abgeleitet ist, soll es die V-Geschwindigkeit. Also genau über Kreuz und zudem noch mit einem Vorzeichen Änderung. Der Trick an der Sache ist, schauen wir uns jetzt die Kontinuitätsgleichung an, die Massenerhaltung. Die Kontinuitätsgleichung in einem zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeld besagt, U-Geschwindigkeit nach X abgeleitet plus V-Geschwindigkeit nach Y abgeleitet ist Null. Wenn wir jetzt die Stromfunktionsdarstellung der Strömungsgeschwindigkeit nach X ableiten, steht da, zweite Ableitung der Stromfunktion nach X und nach Y. Wenn wir V nach Y ableiten, dann steht da minus zweite Ableitung der Stromfunktion ebenfalls nach X und Y. Das heißt, eine Stromfunktion erfüllt automatisch die Kontinuitätsgleichung. Das ist wirklich sehr merkwürdig, entstammt aber irgendwie natürlich ihrer Konstruktion, ist irgendwie nur ein Trick. Nämlich der Trick, dass wenn ich das nach X ableite und das nach Y ableite und das dann addiere, kommt automatisch Null heraus. Kann gar nichts anderes herauskommen. Was aber jetzt wichtig ist, ist, dass uns der Wert der Stromfunktion eine einzige Stromlinie ergibt. Das möchte ich nun zeigen. Dazu betrachten wir einmal die Änderung der Stromfunktion entlang der Stromlinie. Die Änderung der Stromfunktion entlang der Stromlinie ist die Änderung der Stromfunktion in X-Richtung mal X-Änderung plus die Änderung der Stromfunktion in Y-Richtung mal Y-Änderung. Das ist das totale Differential. Die Psi nach dx hatten wir eben definiert. Die Psi nach dx war U. Die Psi nach dx minus die Psi nach dx war V. Also die Psi nach dx ist minus V. Das können wir jetzt hier hinschreiben. Und die Psi nach dy war U. Und das können wir hier ebenfalls hinschreiben. Und das soll sich auf einer Stromlinie nicht ändern. Oder beziehungsweise hier steht die Definition der Stromlinie wieder. Sie kommt an der Stelle wieder hervor. Und die Definition der Stromlinie sagte, dass dieses Struktur Null ist. Das heißt, insgesamt auf einer Stromlinie ändert sich der Wert von Psi nicht. Oder andersrum, jede Stromlinie wird durch einen einzigen Wert von Psi charakterisiert. So könnte zum Beispiel diese untere Stromlinie hier der Wert Psi gleich 1 sein. Nennen wir ihn Psi A. Die nächste Stromlinie ist der Wert Psi gleich 2. Auf der Stromlinie bleibt Psi konstant. Und nimmt immer den Wert Psi gleich 2 an, den wir zum Beispiel Psi B nennen. Doch warum wäre oder wann wäre dieser Wert 1
von Psi und wann wäre dieser Wert 2? Was besagt das? Was besagt der Wert der einzelnen Stromfunktionen, wobei jede Stromfunktion eine Stromlinie darstellt? Das wollen wir nun schauen. Dafür muss ich einen Begriff wiederholen, und zwar, den haben wir schon öfters gehabt, das ist der Durchfluss. Der Durchfluss ist Volumen pro Zeit, was durch irgendeinen Querschnitt geht. Volumen durch Zeit, was durch irgendeinen Querschnitt geht. Wir betrachten jetzt allerdings nur eine zweidimensionale Strömung. Um den Volumenstrom, den dreidimensionalen, auf das zweidimensionale zu übertragen, haben wir schon den spezifischen Durchfluss kennengelernt. Der spezifische Durchfluss ist in einer zweidimensionalen Strömung der Querschnitt, der Flächenquerschnitt oder der Flächeninhalt, der durch diesen Querschnitt läuft. Wie viel Fläche läuft durch die Strömung durch die Strömung durch diesen Querschnitt? Also wie viel Fläche läuft pro Zeit durch diesen Durchfluss? Das ist also Meter Quadrat pro Sekunde, was zwischen B und A durchläuft. Und das bezeichnet man, hatten wir schon kennengelernt, als spezifischen Durchfluss. Wir betrachten jetzt im Folgenden also einmal kurz den spezifischen Durchfluss. Der spezifische Durchfluss war definiert als das Integral der Geschwindigkeit zwischen den Punkten B und A. Das Integral der Geschwindigkeit zwischen den Punkten B und A und integriert über den Weg, und der Weg ds, den müssen wir jetzt auch noch quantifizieren. Der Weg ds ist ja minus Delta x, wenn ich das hier in dieser Form auftrage. Wir müssen also in diesem Beispiel ein Stückchen in die negative x-Richtung gehen und ein Stückchen rauf, dann kommen wir von A nach B. Der Weg von A nach B ist also Delta y und minus Delta x. Also habe ich das richtig rum dargestellt? Nein, das ist falsch rum. Ist richtig rum, weil der Vektor soll ja senkrecht darauf stehen. Also Delta y minus Delta x. Das wäre der Weg, und dementsprechend ist das der Wegintegralvektor. Der Wegintegralvektor. Wenn wir das jetzt miteinander ausmultiplizieren, wenn wir also u und v mit diesem Produkt mal multiplizieren, kriegen wir also heraus u mal dy minus v mal dx. Das wäre unser Integral hier drüber. U mal y minus v mal dx. Ja, und das ist wieder das, was wir schon kennen. Das ist nichts anderes als die Änderung der Stromfunktion entlang dieser Bahn. Und wenn wir das zwischen B und A integrieren, hier steht also die 1, dann steht hier Psi an der oberen Grenze minus Psi an der unteren Grenze. Das heißt nichts anderes als Psi von B minus Psi von A. Soll bedeuten, wenn diese Stromfunktion den Wert 1 hat und diese Stromfunktion den Wert 2, dann läuft ein spezifischer Durchfluss von 2 minus 1 Quadratmeter pro Sekunde durch diesen Querschnitt durch. Ein spezifischer Durchfluss von 2 minus 1, also 1 Quadratmeter pro Sekunde, läuft durch diesen Querschnitt durch. Ein Rechteck vom 1 Quadratmeter läuft pro Sekunde hier durch. Andersrum. Wenn die Stromlinien näher aneinander geraten, dann läuft ebenfalls immer noch ein spezifischer Durchfluss von einem Quadratmeter pro Sekunde durch dieses verbleibende Stück durch. Das heißt, die Geschwindigkeit muss größer werden. Oder nochmal andersrum gesagt, laufen die Stromlinien zusammen, wird die Geschwindigkeit größer. Und sind die Stromlinien weit auseinander, sind die Geschwindigkeiten in diesem Bereich kleiner. Das ist der wesentliche Zusammenhang zwischen Stromfunktion und Durchfluss. Das möchte ich an diesem Bild einmal demonstrieren. Auf diesem Bild ist nochmal unser Autobeispiel oder hier das Beispiel eines Tragflügels dargestellt. Hier sehen Sie in beiden Fällen, dass die Stromlinien zusammenlaufen. Hier über dem Tragflügel, weil hier ein längerer Weg genommen werden muss der einzelnen Luftmoleküle, und unterm Tragflügel muss ein kürzerer Weg genommen werden. Die Stromlinien müssen also zusammenlaufen. Und da hier immer der Wert der Differenz der beiden Stromlinien gleich ist, weil diese Stromlinie ist jetzt meinetwegen der Wert plus 9, dieser Wert plus 10 oder plus 11, dann würde hier eine Differenz von 2 ergeben. Aber hier muss der Durchfluss
Überall läuft hier also der spezifische Durchfluss 2, aber an manchen Stellen durch einen großen Querschnitt und an diesen Stellen durch einen kleinen Querschnitt. Ist also an den Stellen, wo die Stromlinien eng aneinander liegen, die Geschwindigkeit groß. Und da, wo die Stromlinien weit auseinander sind, ist die Geschwindigkeit klein. Sieht man auch am Beispiel eines Autos. Hier das Bild, was ich vom Anfang an gezeigt habe. Hier an dieser Stelle wären also sehr große Strömungsgeschwindigkeiten, währenddessen hier sind die Stromlinien in dem Sinne gar nicht mehr so definiert, ist eine kleine Geschwindigkeit. Im Strömungsschatten des Autos würde eine kleine Geschwindigkeit entstehen. Den letzten Punkt, den wir heute behandeln wollen, ist, wie kann man denn nun solche Stromlinien, die ja sehr hilfreich sind, um Strömungen zu visualisieren, wie kann man denn diese Stromlinien berechnen und unter Umständen plotten? Dafür wollen wir uns wieder das PDE-Tool von MATLAB zur Verfügung nehmen. Wir müssen allerdings erstmal die Differentialgleichung, die Stromlinien beschreiben, miteinander herleiten. Ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten die Strömungsgeschwindigkeit U in X-Richtung. Die Strömungsgeschwindigkeit U in X-Richtung, als aus dem Geschwindigkeitspotenzial Phi berechnet, war die Ableitung des Geschwindigkeitspotenzials nach X. Aus der Stromfunktion berechnet war es die Ableitung der Stromfunktion nach Y. Umgekehrt, die V-Geschwindigkeit war die Ableitung der Stromfunktion nach X, aber mit Minuszeichen, aber weiterhin die Ableitung der Äquipotentialfläche, der Äquipotentialfunktion nach Y. V-Geschwindigkeit, Ableitung nach Y. Leiten wir beide Geschwindigkeiten einmal ab. Leiten wir U nach Y ab, dann kriegen wir hier heraus d² Psi nach dy und dieses nach Y abgeleitet ergebe uns d² Phi nach dx und dy. Leiten wir das hier nach Y ab, dann steht hier minus dv nach dx, wir nehmen also auch noch ein Minuszeichen davor. Die Stromfunktion nach x abgeleitet ergibt die zweite Ableitung der Stromfunktion nach x, kommt ein Minuszeichen davor. Und hier die Äquipotentiallinie nach x abgeleitet ergibt d² Phi nach dx und y. Wenn wir also diese Gleichung hier auf der linken Seite mit der Gleichung auf der rechten Seite addieren, wenn wir diese beiden zusammen addieren, muss da 0 herauskommen. Und zwar deshalb, weil hier auf der Seite steht dieser Term, gemischte Ableitung der Äquipotentials nach x und y, und hier steht minus gemischte Ableitung des Äquipotentials nach x und y. Tun wir das aber für, also die Summe dieser beiden Seiten ist 0. Tun wir das also für die Stromfunktion, kommt da aber heraus d² Psi nach dx² plus dieser Wert plus d² Psi nach dy² ist gleich 0. Das bedeutet, auch die Stromlinien erfüllen eine Laplace-Gleichung. Die gleiche Gleichung, die wir schon für die Potentialfunktion bestimmen. Die gleiche Gleichung, nichts Unterschiedliches. Im einen Fall ergibt es aber die Äquipotentiallinien, die senkrecht zur Strömung stehen. Und im anderen Fall gibt es die Stromlinien, die parallel zu den Strömungsvektoren stehen. Gleiche Differentialgleichung, ein völlig unterschiedliches Ergebnis. Das kann nur an anderen Randbedingungen liegen. Wir müssen also diese beiden Gleichungen mit unterschiedlichen Randbedingungen ausstatten. Für die Äquipotentiallinien oder beziehungsweise die Potentialfunktion hatten wir die Randbedingungen schon in der letzten Vorlesung behandelt. Wir müssen uns also heute um die Randbedingungen für Stromlinien kümmern. Und das soll in der letzten Folie gemacht werden, die Randbedingungen für die Stromlinien-Laplace-Gleichung. Zunächst erstmal können wir uns vorstellen, die Stromlinien waren ja etwas parallel zur Geschwindigkeit. Und wir wollen erstmal einen geschlossenen Rand betrachten. Das heißt, ein Partikel, was an einem geschlossenen Rand irgendwo in einer Strömung ist, wird sich wahrscheinlich immer weiter genau an diesem Rand bewegen. Sehr, 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 sehr langsam, aber wird wahrscheinlich diesen Rand nie verlassen. Wir werden das gleich genauer sehen. Und dementsprechend, wenn ein Partikel diesen Rand nie verlässt, sondern die Geschwindigkeit immer parallel zum Rand ist, dann muss der Rand selbst eine einzige Potentialfunktion sein. Entschuldigung, falsch, eine einzige Stromfunktion sein. Der andere Rand, ein anderer zusammenhängender Rand, hat eine andere Stromfunktion, einen Wert einer anderen Stromfunktion. Wir können also
sagen, dass wir den Durchfluss durch einen Rand dadurch darstellen, dass wir am oberen Ende des Randes, da wo er wieder geschlossen ist, den einen Wert der Stromfunktion angeben und am unteren Ende des Randes den anderen Wert der Stromfunktion angeben. An offenen Rändern können wir dahingegen annehmen, dass die Stromlinie einfach gerade über den Rand läuft und damit ändert sich der Wert der Stromlinie senkrecht zum Rand nicht. Das ist also eine Neumann-Randbedingung. Es gibt keine Änderung senkrecht zum Rand, bedeutet, die Ableitung der Stromfunktion normal zum Rand ist null. Eine Neumann-Randbedingung. Währenddessen wir auf geschlossenen Rändern die Dirichlet-Randbedingungen setzen müssen, nämlich den Wert der Stromfunktion. Das müssen wir gleich mal üben. Deswegen machen wir alle MATLAB auf und da werden wir dann sehen an einem einfachen Beispiel, wie die gesamte Theorie funktioniert. So, hier haben wir MATLAB und was wir genauso wie letztes Mal machen, ist, wir öffnen das Partial Differential Equation Toolbox, die uns die Laplace-Gleichung löst. Ich möchte es Ihnen erstmal zunächst einmal vormachen und in der Übung danach werden wir das gemeinsam nacharbeiten. Wir nehmen mal das Beispiel, ein einfaches Beispiel an. Wir haben hier einen Quader und auf der anderen Seite fließt es dann aus einem entsprechenden Quader aber in die andere Richtung wieder raus. So, das wären unsere beiden Quader und wir wollen jetzt an dieser Stelle einen Einstromrand definieren und an dieser Stelle wieder einen Ausstromrand. Wie sehen die einzelnen Stromlinien aus? Eine Stromlinie, und das schauen Sie bitte an, wird wahrscheinlich, wenn ein Partikel hier ganz nah am Rand startet, wird es immer am Rand weiterlaufen, immer am Rand weiterlaufen, immer am Rand weiterlaufen, hier rumlaufen, hier weiterlaufen und hier wieder rauslaufen. Das wird eine Stromlinie sein. Deswegen geben wir der Wert der Stromlinie hier über diesen gesamten Rand einen festen Wert. Ein Partikel, was hier startet, wird mit Sicherheit hier langlaufen und hier wieder rauslaufen. Wir kennen also zwei Stromlinien, wir müssen denen nur einen Wert geben. Das heißt, wir gehen gleich in den Randbedingungsmodus, Boundary Mode, haben die Ränder und müssen jetzt hier dieser Stromfunktion einen Wert geben. Geben wir ihr den Wert R gleich 2. Dann muss es hier auch den Wert R gleich 2 bekommen. Die gleiche Stromlinie läuft hier auf diesem Rand weiter. Wir müssen ebenfalls R gleich 2 nehmen und kommt aus diesem Rand wieder raus. 2. An dem unteren Rand läuft eine andere Stromlinie lang. Sie darf auf keinen Fall den Wert 2 haben. Sie darf jeden anderen Wert haben, aber nicht den Wert 2. Nehmen wir mal hier einfach der Einfachheit halber den Wert 0, der ist schon voreingestellt, und hier auch den Wert 0. Die Stromlinien über den Ausstrom- oder den Einstromrand sind konstant. Das heißt, die läuft senkrecht zum Rand durch den Rand durch. Die Ableitung senkrecht zum Rand einer Stromlinie ist also 0. Und das ist eine Neumann-Randbedingung. Ich mache hier eine Neumann-Randbedingung hin. Die ist schon automatisch auf 0 gesetzt, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und hier ebenfalls eine Neumann-Randbedingung. Die ist automatisch auf 0 gesetzt. Das wären die Randbedingungen für diese Strömung. Jetzt schauen wir mal an, was passiert. Wir suchen die richtige Differentialgleichung aus. Wir wissen, die Laplace-Gleichung ist eine elliptische Differentialgleichung. Das steht hier. Die Koeffizienten dieser elliptischen Differentialgleichung sind genauso wie letztes Mal. Wir wollen ja Divergenzgradient Psi gleich 0 lösen. Das heißt, C ist gleich 1, wie es hier steht. A mal U, das A muss 0 sein, das steht hier schon. Und F, die andere Seite, soll 0 sein. Hier steht aber 10 von MATLAB voreingestellt. Das heißt, wir müssen hier 0 setzen. Habe ich das? Nein, das ist eine 9. 0, dankeschön. So, und dann müssen wir das festsetzen. Wir müssen das Gebiet vermaschen. Wir wollen nicht mit so einer groben Diskretisierung leben. Vermaschen noch einmal und lösen diese Differentialgleichung, indem wir auf das Gleichheitszeichen drücken. Da kommt das heraus. Da werden Sie sagen, naja,
Das sind ja offensichtlich noch nicht die Stromlinien, aber ich sage Ihnen doch, das sind die Stromlinien, nämlich das sind die Stromlinien in einer Farbdarstellung. Wir wollen jetzt also die Linien gleicher Farbe einmal heraussortieren. Dazu gehen wir jetzt auf den Editor des Bildes, schalten die Farben aus, hier Color schalten wir aus und wir schalten Konturen ein, sagen Plot, closen das und sehen in der Tat, das ist mit Sicherheit irgend so etwas wie ein Stromlinienbild. Ja, um noch eine kleine Änderung zu machen, die Frage ist jetzt, welche Strömungsgeschwindigkeit ist denn das? Die Strömungsgeschwindigkeit können Sie sich relativ einfach ausrechnen. Wir haben hier den Wert 2 der Stromfunktion, hier den Wert 1. Wir müssen jetzt die Breite dieses Stücks ausrechnen, uns abtasten oder schon richtig voreinstellen. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeit ist 2 minus 1 geteilt durch diese Breite. Weil es war ja der spezifische Durchfluss. Und hier kommt es mit Sicherheit ebenfalls richtig hin. Die Breite ist hier größer oder kleiner. Die Stromlinien kommen näher aneinander oder gehen weiter auseinander weg. Und dementsprechend wird die Strömungsgeschwindigkeit kleiner oder größer.